Ich habe ja in einem meiner letzten Videos die ganz zarten Armreifen mit den Verbindern gebastelt. Und da ich noch welche habe und ich auch nichts wegschmeißen möchte und weil ich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten zeigen möchte, was man mit den Dingen machen kann, die man kauft. Man kauft ja meistens Pakete, so Bundles, und man bastelt einen Teil, und das soll ja nicht so sein, genau wie mit den Spaltringen, den 10 mm großen Spaltringen. Da haben wir ja einige Sets gebastelt. Möchte ich jetzt mit diesen Verbindern etwas basteln noch. Und nun hatte ich dieses wunderbare Tuch bekommen. Und da ich die Farbe Rot im Moment total toll finde, lag nichts näher, als im Prinzip ein paar Ohrhänger zu basteln und später auch noch einen passenden Charmanhänger. So, ich habe benutzt für mein Pärchen Ohrringe Nietstifte, Kettelstifte, diese beiden Verbinder, Ohrhaken, diese Quetschperlen in 2 mm, dann zwei größere Glasschliffperlen und ein paar kleinere Glasschliffperlen und natürlich die Zangen, einmal die Rundzange, Seitenschneider und die Flachzangen. Den ersten habe ich schon mal fertig gebastelt und so sieht er aus. Den zweiten machen wir jetzt zusammen. Ihr beginnt damit, die einzelnen Anhänger erstmal fertigzustellen. Dazu fädelt ihr die größere Perle auf den Nietstift und ich habe darüber noch eine Quetschperle gegeben. Jetzt 1 cm nach der letzten Perle abschneiden, zur Seite wegbiegen und mit der Rundzange eine Öse biegen. Den zweiten Anhänger, das ist der mit dem Kettstift. Da habe ich erst einmal eine Quetschperle aufgezogen, dann die kleinere Glasschliffperle und noch eine Quetschperle dazu. Und da machen wir jetzt das gleiche, 1 cm nach der Perle abschneiden, zur Seite wegbiegen und mit der Rundzange eine Öse biegen. Jetzt könnt ihr noch gucken, ob die Originalöse des Kettstiftes parallel liegt zu der, die ihr gemacht habt. Das ist in meinem Fall jetzt nicht so und deswegen möchte ich das noch ein bisschen hindrehen, damit es gleichmäßiger aussieht. So, jetzt öffnen wir die Ösen zur Seite weg und hängen die Elemente ein. Hier kommt die Schleife hinein und wieder zu biegen. Und unten hängen wir die große Perle ein. Und so. Jetzt sieht das Ganze schon so aus. Und jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Ohrhaken. Und das ist auch ganz einfach. Ohrhaken auch zur Seite weg aufbiegen. Die richtige Seite nach vorne. Einhängen. Und wieder zu biegen.